Guten Tag, wie geht's denn so? In der letzten Folge von Dark Souls 3, Folge 58 oder 55, keine Ahnung, haben wir den restlichen Bereich des Sumpfes erkundet. Dann geht es weiter bei der Pharon-Feste. Wir haben den Schwarzen Ritter besiegt, wir haben noch ein bisschen Loot gesammelt. Wir haben ja diese... Ich habe diese Söldner-Doppelschwerter bekommen. Die habe ich mir noch nicht mal angeschaut. Was war das denn gerade eben? Hey, wie habe ich das gemacht? Hä? LOL! Wait, what? Moment. LOL! Hä? Ah, das ist das Treten. Alter, wie cool ist das denn? Oh, ja. Oh. Alter, das ist ja cool. Ja, was wollte ich sagen? Was kann das Ding? Okay, jetzt komme ich mir vor wie Zuko. Was ist der schwere Angriff? Oh. Okay, was ist denn die Waffenfähigkeit? Wie heißt sie denn? Würgehieb! Oh! Ach, da, ich muss hier schauen. Nein, hier schauen, genau. Würgehieb. Ein paar Skimitars, wie es einige Söldner verwenden. Die scharfen Klingen ermöglichen effektive Hiebangriffe, aber gegen Metallrüstungen oder harte Schuppen sind sie fast nutzlos. In beiden Händen getragen sind sie vielseitig einsetzbar und in geeigneter Haltung sind einzigartige Angriffe mit der linken Hand möglich. Einzigartige Angriffe. Oh. Wirbelhieb. Schneidet in einer großen Drehbewegung durch Gegner und führt aus der Drehung heraus einen schweren Angriff aus. Das war's. Das ist. Wow. Aber es ist billig. Wait a second. Moment mal. Habe ich. Oh, es gibt noch eine Linksklickfähigkeit. Das nenne ich mal Wirbelhieb, okay. Ja, wir haben die Skimitars gefunden. Halt, die will ich nicht behalten. Ja, wir haben die Skimitars gefunden, die wirbeln super herum. Allerdings. Gibt es noch eine Waffe, die es zu holen gibt, und zwar hier bei der Hohen Mauer von Lothric tatsächlich. Und zwar war das ich glaube, ich muss hier hin. War das irgendwo, wo es diesen Sperrritter gab. Das kann ich jetzt schlecht erklären. Ich versuche mal den Ort schnell zu finden. Zwar, es gab noch eine geheime, fast geheime Truhe.
Ja. Was der Typ hier. Ey. Okay, das hat er noch nie gemacht. Und zwar. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo das war. Ich glaube. Also geht doch. Ich glaube. Bei dem Typ, bei dem dicken Wirbeltypen irgendwo. Ja, Überfall. Wow. Na, bist du auch? So. Brandbombe, ja. Mich angreifen oder? Nein, okay. Bin ich überhaupt richtig? Ich keine Ahnung mehr, das war da oben. War das da oben? Ja, das war dort. Dahin muss ich. Ich muss da lang, okay. Halt, ich muss da rein. Ah, ich habe keinen Bock, gegen ihn zu kämpfen. Okay, ich warte mal, bis er weggeht. So. Au, das hat Schaden gemacht. Aha. Haha. Okay, was ist da gerade kaputt gegangen? Na 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 na, denk nicht mal dran. Verdammt, ich wollte ihn treten. Oha, das wäre fast schief gegangen. Hoch, den hab ich gar nicht realisiert. Leichte Armbrust, dankeschön. Genau, dahin muss ich. Das ist ein Geräusch. Okay. Da, wo dieser Ritter ist, genau, da war das. Mhm. Ich glaube, den sollte ich lieber umlegen. Auch wenn das einfacher klingt als gesagt. Ihr habt mich erwischt. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Zur Zeit glaube ich, diese Schwerter wieder auszuwerten, Mensch. Ja. So, ja, jetzt werde ich schwer rollen, aber. Ey. Dann war da ja noch ein Typi, ne? Da war ja eine. Hä? Da war ja eine Leiche. Im Ding drin, okay. Ja, das hat ja super funktioniert. So. Jawohl, die habe ich noch nicht geöffnet. Da unten ist nämlich eine Truhe. Hier.
Tada! Die habe ich letztes Mal vergessen. Oder nicht beachtet, keine Ahnung. So. Denn da drin ist nämlich ein gerades Astora-Schwert. Yay! Was ich endlich mal nach 50 Folgen habe. Also, das gerade Astora-Schwert. Ja. Braucht 12 Glaube. Was war das? 800 nicht gesehen. Und ja, also, das gerade Astora-Schwert. Ein gerades Schwert, das nach dem verfallenen Reich benannt wurde. Vor dem Fall war Astora ein mit königlichem Blut erfülltes Land. Diese Waffe ist zugleich Erinnerung und Vermächtnis aus dieser Zeit. Sieht ganz schick aus, muss ich schon sagen. Oh. Ja, sieht wirklich schön aus. Okay. Jetzt muss ich hier runter. Hier bin ich ja eigentlich fertig. Ich glaube, wie ich hier, also wieder zurückkomme zum Lagerfeuer, muss ich ja nicht zeigen, oder? Nee, also bis gleich. Ach du heiliger Bimper. Was war denn das jetzt? Huch. Einfach so gestorben. Huch. Okay. Das ist ja seltsam gewesen. Naja, okay. Okay. Hey, noch eine leichte Armbrust, juhu.
Oh. Okay. Vierte Bürgenwunder. Wow. Mann. Mistkerl. Boah, ich hab schon wieder Leiche. Ey, das geht nicht mehr. Hä? Da sind die Seelen. So. Das sind viele Bum-Bum-Fässer, wie ich sehe. Also, dann die Ah. So, das wärst du, dann kommst du. Alles klar, das ist ein Bombenschmeißer, wie es scheint. Ich wusste es. Ja, zurück. Hey ho und hey da. Ha, wie cool. Oha. Okay, das war jetzt nicht so cool. Geh weg, ich will dich nicht. So, Reisen. Paare und Feste. Ja, also, hier sind wir in der Pharon-Feste, oder wie die heißt. Ja, das war's auch schon.
Da das hier ja kein Boss ist, habe ich mir gedacht, ziehe ich mich mal wieder anders an. Und diesmal vielleicht... Komm, ich nehme mal diesen stählernen Soldatenhelm. Oh. Sieht nicht so schlecht aus. Und vielleicht... die Banditenrüstung. Dann die Stulpen des gefallenen Ritters und hier die Glossrick-Rittergamaschen. So. Die. Hä? Huch. Okay, so viel zur Banditenrüstung. Ja gut. Ich weiß nicht, ich sehe aus wie eine Glocke, habe ich das Gefühl. Gut. Dann ziehe ich hier mal... Ja, die Fackel an, genau. Weil ich glaube, die werde ich hier brauchen. Warum? Weil ich meine... Irgendwas hier gehört zu haben. Wie, was sind das denn für ein Viecher? Lösche drei Flammen und öffne das Tor zum Wolfsblut. Ich muss wirklich ein Ritual machen. Und warum ist es hier so dunkel? Was? Oh mein Gott, was? Wait, what? Oh mein Gott, das ist ja giftig. Ach du Heil, okay, warte, na, oh mein, oh nein. Alter, oha. Okay, dann würde ich sagen, nehme ich mal das, was mir am meisten Giftresistenz gibt. 25, 27, oh, das ist sogar nicht schlecht. 27, 29. 31. Ha. Okay. 64. Dann 68. Okay. 20, 21. 22, 43, 44. Alles klar, hoch, ich hab vergessen. Ach, der Timer. Lagerkiste organisieren. Ich hatte doch noch ein paar Items hier drin, ne? Kleidung oder so. Die. Das Gewand des Meisters. Hä? Nein. Hier zur Kiste wechseln. Genau. Nee, das gibt mir nur 62 Gift. Okay. Gut, dann laufe ich jetzt ein bisschen so herum. Mal gucken, wie das jetzt sein wird. Gab es nicht so einen Zauber, der hier Schutz gegen Resistenzen gegen Gift oder... Oder Fisch? Egon! Ihm... Ach du Scheiß. Ich meinte... die spucken ja. Und pupsen. Was ist mit deiner Maus los? Ich möchte wissen, was die machen. Spuck mich mal an. Einmal. Komm schon. Thank you.
nichts, die machen nur Schaden, okay. Oh, haben die was getroffen? Ne, die sind nur verschwunden, okay. Oh! Dann gehe ich doch mal hier lang. Ach, die können auch aggressiver angreifen, okay. Warum pusten die sich so eklig auf? Wie? Sieht aus wie eine Hexe. Zerfledderte Stoffmaske. Oh. Ich wusste gar nicht, dass es Masken gibt. Zerfledderte Stoffmaske. Ein Tuch, das den Mund seines Trägers bedeckt. Ach was, es ist wahrscheinlich ein Behelfsmittel, um sich vor dem Einatmen übler oder giftiger Dämpfe zu schützen. Mhm. Ja, aber der Hut bringt mir mehr. So. Aber schick, eine Maske für Roleplay oder so. Das ist ein Schneckenrennen. Schaut mal. Ich wette auf den, der da ganz vorne ist. 10 Seelen, dass der da ganz vorne ist, gewinnt. Los, 10 Seelen. Los, 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 los. Na los. Da hängt ja was. Hä? Ja, er hat gewonnen. Ja, jebi, ja. Was hängt denn da? Jetzt sollte ich die... Was hängt denn hier? Gibt hier irgendein riesiges Sumpfschneckenmonster oder so? Oh, ich muss da hin. Sollte ich schnell machen, glaube ich. Deine Titanitscherbe, dankeschön. Dann muss ich dahin. Ich weiß nicht, ob Rollen was. So, was habe ich hier? Prismastein. 10 Stück. Okay. Zur Wegesmarkierung auf dem Boden platzieren, aber warum? Ich habe auch so eine gute... Oh, da ist noch was. Eine gute Orientation. Orientierung meine ich. Kleine Titanitscherbe. Kann ich da rein? Nein, ich kann da nicht rein. Juhu. Kann ich wenigstens da hoch? Nein, kann ich auch nicht. Wow. Super Level Design. Wow. Muss ich wirklich jetzt so lange warten? Ui. Habe ich Moosklumpen oder wie das heißt? Greifst du mich an? Nein. War das ein Moosklumpen? Nein, habe ich nicht. Nein. Irgendwann ist das Zweig. Warum die hier geteilt sind, habe ich keine Ahnung. Naja, gut. Ah, es ist vorbei, sehr gut. So, was habe ich hier? Essos-Scherbe. Ja! Ey, sehr gut.
Was bist denn du? Was seid denn ihr? Was zum... Lass mich raten, ihr macht Giftschaden zufälligerweise. Hallo? Bist du ein Einhorn? Nein, du hast ein Schild. Und du bist auch so eingefüllt. Er hat mich zweimal nicht getroffen. Ist das... Okay. Feulendes Krugsperr. Oh. Dankeschön. Feulendes Krugsperr. Wo bist denn du? Du bist... Hä? Da. Oh, das macht Giftschaden. Okay. Vorstoß. Ein kruder, halb verfallener Krummstatter Sumpfhorngruß. Nachfahren der Akolyten aus Farons Feste. Seine ranzige Klinge ist von fauligem Dreck bedeckt und extrem giftig. Vorstoß. Haltet den Sperren auf Hüfthöhe und stürmt auf den Gegner zu. Verwendet dabei einen starken Angriff, um die Reichweite des Vorstoßes zu vergrößern. Okay. Gibt's hier ein Lagerfeuer? Was steht hier? Lösche drei Flammen und öffne das Tor zum Wolf. Du das. Ach, hier ist so ein Turm. Das wurde schon, glaube ich, gesagt. Ich will mich aber noch etwas weiter umschauen. Reaktionen wie eine Katze, wenn man eine Gurke hinlegt. Ah ja, interessanter mit Pilzen bedeckter Baum. Was ist hier? Faules Kiefernharz. Lass mich raten. Gibt hier Giftschaden? Fügt Waffe der rechten Hand Gifteffekt hinzu. Mhm. Also ich glaube, der Gifteffekt wäre genauso. Okay. Ich glaube, der Gifteffekt wäre genauso stark, wenn man auf die Waffe einfach einen bösen Kommentar schreiben würde. So alchemiemäßig, ne? Oh, also viel Blut. Da ist noch so ein Typi. Wow. Ich hätte... Nein, was? Was? Ey. Ich bin tot, oder? Nein. Was? Willst du mich verarschen? Was? Hat er mich gerade beim Wegrollen erwischt? Was? Ja. Also, wir sind hier beim Lagerfeuer. Ich würde sagen, oha. Und das war's mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und passt im Wald auf, worauf ihr tritt und auf was ihr stößt. Ja. Tschüss. Okay.